Hallo zusammen, ich melde mich jetzt aus dem Cubic Hostel in Bangkok zurück, weil für mich die Anreise so stressig war, da hatte ich gar keinen Bock zu filmen. Flug eine Stunde war okay, der Airport in Siem Reap ist halt scheiße, kann man nicht wirklich sitzen. Erst wenn man halt eingecheckt hat, kann man wirklich danach mal was essen oder trinken. Habe ich gleich ausgenutzt, weil es war Burger King da. Ansonsten dann hier in Bangkok gelandet und es ist halt, ja, Millionenstadt. Richtig krass viel los. Dann halt eine Spanierin kennengelernt, die Ellie. War total cool, bin dann mit der hier so in die Richtung gefahren und wollte dann zum Hostel. Und ich mit meinem Orientierungssinn bin natürlich komplett in die falsche Richtung gelatscht, obwohl da eine Beschreibung bei war, die ich aber irgendwie nicht verstanden habe. Und dann halt eine Stunde in die falsche Richtung gelatscht bin und dann wieder zurück, weil ich dachte, das kann hier nicht sein. Und die Tuk-Tuk-Fahrer wussten auch alle nicht, was ist. Dann habe ich irgendwann einen gefunden, natürlich total überteuert, mich dann aber zum Hostel gebracht, aber ich hatte keinen Bock mehr, ich war klatschnass. Mal wieder, was ein Wunder, ist ja auch nicht mega heiß hier. Ja, das Hostel an sich ist richtig cool, sieht sehr modern aus, sehr sauber aus auf jeden Fall. Ja, jeder hat so seinen Space, ich kann das mal kurz zeigen. Das ist hier so abgetrennt, auch mit... Also nicht nur mit Spanplatten, sondern auch mit einem Vorhang, den man zuziehen kann. Ist ein 6er-Mädels-Dorm. Ich habe ja aber auch, glaube ich, mal eine drin, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, das einfach mal so zu heute. Ja, ansonsten, ich habe gar keinen Plan für Bangkok gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich mir angucken will. Ich lasse mich hier einfach mal treiben und guck mal. Und werde dann auf jeden Fall nur die 4 Nächte hier bleiben und werde dann auch runterfahren nach Koh Samui, weil... Ich will irgendwie Strand, Bungalow, irgendwie sowas. Und ja, ich glaube, das war's dann für heute. Ich werde mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie als fertig schneide oder das morgen mache oder so. Weil momentan bin ich auch so ein bisschen so, pff. Obwohl ich irgendwie nur relaxed habe, aber ich werde dann nicht richtig faul, glaube ich. Naja, ansonsten melde ich mich bestimmt morgen nochmal wieder. Bis dann, ciao. Zusammen. Ich bin jetzt mit der Elie. Hello. zusammen im Königspalast in Bangkok. Wir sind jetzt gerade schon mit der Ferry gefahren. Und ja, jetzt gucken wir mal, was hier so losgeht. So, wir sind jetzt hier am Grand Palace. And Ellie, how do you feel right now? Really tired. We are so lucky now it's not sunny, but we are exhausted. And very sweaty because it's so hot again. But Starbucks is waiting for us. Yeah, right, right. We gehen jetzt gleich nach Starbucks and trinken mal ein bisschen Schokolade, kalte mit Schokostückchen. And I think we make the best out of the day. So. Then let's go! So, nachdem die Batterie gerade leer war, haben wir lecker Kraft gegessen nach dem Mittagessen. Jetzt sind wir bei dem Lion Buddha. Wir schwitzen immer noch. But we felt good, right? Yeah! 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 Yeah, everything is good. So, now we see the Lion Buddha and then we go to the ship and drive back. Enjoy the sun, I would say. Yeah, totally. Enjoying a lot the sun. Yeah, we love the sun now. So, maybe till later. Hallo zusammen, ich bin jetzt am Harbour Asiatic. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich zeige euch jetzt noch ein bisschen was. First station. Now I can introduce you, Sarah. Hi. She's here with me and we enjoy the night and may drink some beer and stuff like that. And then we are check out the night market. Yeah. Yeah, probably we should do that. Maybe on the weekend, right? Weekend? The truck market? Yeah, you have to do it on the weekend. So I wish you everything the best because I stopped the video because we have a good night and see you later.